So, hallo liebe Abonnenten, hallo liebe Neuzuschauer, willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Biotopi und heute möchte ich euch wieder mal ein Problem an meinem Golf zeigen, was sich relativ einfach beheben lässt, wenn man es weiß. Bei mir tritt das Problem jetzt schon zum dritten Mal auf, deswegen habe ich da ein bisschen Erfahrung mit. Und zwar hat der Wagen innen noch ein bisschen nach Öl gerochen, nach Sprit, und ja, es waren immer so Verölungen im Motor. Diesmal ist es noch relativ harmlos, aber man sieht hier unten auch wieder Öl bzw. Schmodder an den Leitungen. Ich war wieder bei VW. VW sagte zu mir, das wahrscheinlich hier hinten. Hier unten liegen die, sitzen die Injektoren bzw. die Einspritzdüsen der Einspritzanlage, dass diese defekt seien und man das alles erneuern müsste. Ist aber leider nicht so. Und zwar, ich zeige es euch mal jetzt hier, das hier ist der Schlauch der Kurbelwellengehäuseentlüftung und der wird vibriert und reißt euch dieses kleine Teil ab. Das ist das Verbindungsstück des Kurbelwellengehäuseentlüftungsschlauchs zum Motorblock. Das ist also praktisch hier unten drin, hier hinten unter der Brücke. Das Teil ist bei mir jetzt an diesem Fahrzeug schon das dritte Mal defekt bei 150.000 Kilometer, weil sowas kann ich halten. Das ist ein Kunststoffteil an einem Schlauch, der nicht befestigt ist, der lümmelt hier in der Gegend rum und vibriert irgendwann dieses Teil ab. Und dann habt ihr Motorenöl nicht mehr in der Kurbelwellengehäuseentlüftung, sondern hinten im Motorraum. Hat also mit der Einspritzanlage gar nichts zu tun. Wie gesagt, ich habe dieses Problem schon das dritte Mal. Das Gegenstück bekommt ihr relativ einfach aus dem Motor. Kleine Schräubchen reindrehen, rausziehen. Funktioniert relativ einfach. Ihr müsst dafür nur diese Brücke demontieren. Wie gesagt, lasst euch bei solchen Problemen jetzt nicht ins Boxhorn jagen und teure Rechnungen schreiben. Schaut erstmal, ob dieses Teil abgerissen ist. Ist ein ganz bekanntes Problem, auch bei den Audi-Motoren. Passiert nämlich genau das Gleiche, hat mir ein befreundeter Audi-Werkstattmeister gesagt. Also, in diesem Sinne hoffe ich euch wieder geholfen zu haben. Bis zum nächsten Schraubervideo, euer Biotopi.